Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Geld ist am besten bei denjenigen aufgehoben, die es erwirtschaften. Bei den hart arbeitenden Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen. Deshalb lehnen wir Steuererhöhungen jeder Art entschieden ab. So steht es klipp und klar in unserem Koalitionsvertrag. Leider hat das die CSU und die Parteien der Großen Koalition im Bund nicht davon abgehalten, doch an der Steuerschraube drehen zu wollen. Über den Umweg der sogenannten Grundsteuer C. Die sollte Grundbesitzer motivieren, ihr ungenutztes Grundstück zu bebauen oder zu verkaufen, statt damit zu spekulieren und auf Wertsteigerungen zu hoffen. Dabei ist die Grundsteuer C ein alter Hut. Schon in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde sie eingeführt und ganz schnell wieder abgeschafft. Der Deutsche Bundestag stellte damals fest, dass sich die erhoffte Wirkung einer Erhöhung des Grundstücksangebotes nicht erfüllt hatte. Genauso wäre es jetzt wieder. Und so haben wir uns gegen die Einführung der Grundsteuer C ausgesprochen, weil wir weder für Kommunen noch für Grundstücksbesitzer Vorteile erkennen konnten. Die Steuer hätte keine Lenkungswirkung, da der Hebesatz gar nicht so weit erhöht werden kann, um Grundstücksspekulanten zu beeindrucken. Beim derzeitigen Wertzuwachs wird niemand wegen weniger 100 Euro zusätzlicher Grundsteuer sein Grundstück verkaufen. Deshalb würden unsere Städte und Gemeinden auch nicht mehr Baugrundstücke zur Verfügung stehen. Bayerns Wirtschaft aber bekäme die neue Strafsteuer gerade in der Corona-Krise stark zu spüren. Insbesondere Betriebe, die sich Grundstücke für eine spätere Expansion gesichert haben. Das aber kann angesichts der aktuellen Lage niemand ernsthaft wollen. Wir haben in der Koalition durchgesetzt, dass Bayern von der Länderöffnungsklausel Gebrauch machen wird und die Strafsteuer nicht einführt. So bleibt Eigentum weiterhin gesichert und wir helfen vor allem den vielen kleinen Grundbesitzern. Statt Grundsteuer C machen wir uns für ein einfaches Grundsteuersystem ohne zusätzliche Bürokratie stark. Es darf hier nicht mit der Steuerschraube gedroht werden, nach dem Motto, und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr es draußen möglichst vielen weitersagt. Mit den Freien Wählern in der Staatsregierung wird es keine Steuererhöhung geben, erst recht nicht über abenteuerliche Umwege. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Freie Wähler Landtagsfraktion.